Jetzt wird es hitzig. Wir gehen zum Vulkan. Mal gucken, was sich dort so abspielt. Vielleicht sind da ein paar bekannte Gesichter. Also, hier... Oh! Ah, das ist doch die... Die hat doch Grabwächterkarten, oder nicht? Ich bin die Jasmin. Was kann ich für dich tun? Und Damon. Und hier oben... Ah, da sind zwei Professoren auch noch. Hier oben ist niemand mehr. Nur heiße Lava. Und die beiden. Aber... Ja, richtig cool. Die hat Grabwächterkarten. Und eigentlich wollte ich ja auch ein Grabwächterdeck machen, aber die Karten sind so schwer zu bekommen. Ein Duell? Na schön. Wie viele Medaillen? 4 Medaillen? Also, ja, da sage ich nicht nein. Also, dann, los geht's. Sehr gerne, dann hätten wir schon über 50 Medaillen. Das wäre doch perfekt. Aber ich freue mich echt auf dieses Deck. Die hat Grabwächterkarten, die sind so ultra cool. Aber schnick, schnack, schnuck, haben wir verloren. Schere, Stein, Papier. Ja, da liest man schon Friedhof, Grabwächter, alles klar, Seelenräuber. Das passt ja irgendwie zusammen. Das Muskelpaket. Aus dem Dschungel. Abgrundsoldat. Und das war's. Hey, das hat sich gereimt. Nicht schlecht, Herr Specht. So, Damon, was kannst du? Die Karte hat irgendwie gefunkelt. Okay. Unsere Hand sieht gut aus. Wir spielen ein legendärer Ozean. Sie wird wahrscheinlich Tal der Toten haben, aber trotzdem spielen wir einfach mal drauf los. Diese Karte hier. Ja, ich glaube, das Ganze werden wir aktivieren. Wir legen diese Karte auf den Friedhof. Und geben diese Karte auf die Hand zurück. Somit dürfen wir direkt angreifen. Zudem dann noch diese Karte verdeckt. Wird dann bestimmt vom Bestien missbraucht, diese Karte. Und der Angriff geht durch. Minus 2000. Minus 2050. Und theoretisch könnten wir jetzt eine Karte wiederholen. Wenn wir nochmal 2000 Lebenspunkte verlieren, aber... Das würde ich erstmal als sinnfrei sehen, daher lassen wir es erstmal so. Also die Animation sieht echt cool aus. Topf der Gier. Zwei Karten. Und dann noch diese Karte. Ich weiß gar nicht, was sie kann. Sie zieht damit eine Karte. Okay. Jupp, Tal der Toten. Somit ist unsere Karte weg. Tal der Toten und die Grabwächterkarten werden ordentlich verstärkt. Grabwächterkarten sind sowas von cool. Ich liebe diese Karten. Die gehören zu meinen Lieblingskarten. Trotzdem muss ich das hier jetzt verhindern. Es tut mir leid, Pocahontas. Aber machen wir so. Die Karte kommt weg. Dafür aber auch diese Karte. Somit geht dieser Angriff nicht durch und Bäschchen könnte gleich direkt angreifen. Falls alles gut geht. Hydrogeddon, aber ich denke, der Angriff wird verhindert. Wird nicht verhindert. Der Angriff wird auch nicht verhindert. Und der Angriff auch nicht. Alter, das ging fix. Das ging sowas von fix, dieses Duell. Spiel, Satz und Sieg. So schnell. Alter Falter, 268 Punkte. Haben wir gesammelt. Krass, plus 4 Medaillen. Also besser kann es nicht laufen. Krank, das ging ja echt fix. Also super fix. Patafix.
Uff. Wenn ich nicht gewinne, treffe ich nicht. 4 Medaillen, 53. Und auch die beiden verschwinden. So, ihr Professoren, ihr seid dran. Es ist Zeit für ein Duell. Ich bin Georg. Du bist ein neuer Student, oder? Was, ein Duell? Okay, wie viele Medaillen? Wie ist mit 3? Ist in Ordnung. Okay, wir wollen uns duellieren. Dann hätten wir schon 56 Medaillen, wenn wir das gewinnen. Und wir benötigen ja 90 Medaillen. Dann haben wir auch schon fast jedes Gebiet erkundet. Es fehlt jetzt zum Beispiel noch das Duellfeld, das Haupttor, Klassenzimmer. Obwohl, da waren wir ja schon, Klassenzimmer. Wir beginnen. Beziehungsweise Bäschchen beginnt ja. Mickriges Insekt und Sawaki des Hexers. Gegen Wasser der Stille und Zorn der Meere. So, erstmal dürfen wir zuschauen. Also Bäschchens Hand sieht wieder gut aus. Eine Wasser-Feldzauberkarte. Und Hydrogeddon. Und Topfregier natürlich. Wie bei jedem Zug. Wie bei jedem Zug. Immer dasselbe. Sein Deck ist halt so ähnlich wie bei uns. Also. Mal gucken, was er am... Ah, nein! Somit ist unsere Spielfeldzauberkarte weg, aber seine Spielfeldzauberkarte wird zerstört, aber unsere wird auch noch vernichtet. Oder? Nee, unsere bleibt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein Effekt wird aktiviert. Okay. Und Kontrollentausch. Das ist heftig. Welche Karte hat denn Bäschchen gelegt? Ich glaube, den Pinguin, oder? Aber ich habe einen Plan. Der Plan ist böse. Haha, so böse. Ich bin so böse. Ich bin ein böser Pursche. Das Leben des Brian. Müsst ihr euch auch angucken. Absolut Kult. Somit kommt diese Karte zurück. Und zwar auf unsere Hand. Auch wenn Bäschchen der Besitzer ist. Und was kannst du? Diese Karte wird in die Verteidigungsposition gebracht, wenn sie als normal dünn beschworen wurde, solange sich diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt. Annulliere die Effekte aller permanenten Zauberkarten und aller permanenten Fallenkarten. Setzen wir nicht in den Angriffsmodus. Wir greifen nun an mit 2300 Punkten. Das sieht schon mal gut aus. Schrumpfen brauchen wir nicht aktivieren. Wäre ja sinnbefreit. Du bist dran. Wade. Ah, oh, meine Wade schmerzt. Ein Krampf, ein Krampf. Nein, das war keine Beleidigung. Nein. Oh, die ist cool, die Karte. Zielmarken. Zielmarken, das könnte heftig werden. Und ein Angriff auf unser Monster. Aber kein Problem. Gut. Hier kommt Hydrogeddon. Und greif bitte mit Hydrogeddon an. Weil dann kann er noch ein Hydrogeddon spielen. Also ultra cooler Effekt. Die Karte brauchen wir auch. Unbedingt. Vielleicht könnten wir diese Feldzauberkarte auch reintun. Obwohl dann gilt der Omi-Effekt ja nicht mehr. Daher brauchen wir schon einen legendären Ozean. Vielleicht noch einmal. Der Effekt ist ja auch cool. Eine Stufe weniger und so weiter. Das lohnt sich schon. Sakuretsu-Rüstung. Schnee von gestern. Na gut. Nicht schlimm. Ui, 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 ui. Okay, ja. Kannst du machen. Das ist gut.
Somit erhalten wir keinen Kampfschaden. Unsere Karten bleiben uns erhalten. Er beendet seinen Spielzug. Das heißt, wir haben gewonnen. Das reicht ja. 2000, 3000, irgendwas. Eigentlich brauchen wir nur noch angreifen. Machen wir auch. Minus 1600. Geht durch. Und minus 1600. Und das geht natürlich auch durch. Spiel, Satz und Sieg. Wir gewinnen das Duell. Und erhalten Münzen. Zahltag, Stichtag. Perfekto. Wir würden jetzt auch noch ein Duell schaffen, weil wir sind, glaube ich, erst bei 11 Minuten oder so. 11 Minuten? Ich glaube schon. Du bist ziemlich gut. Hier ist die versprochene Siegesprämie. Vielen Dank für die Blumen 56 Medaillen. Das ist ordentlich. Okay, alles haben wir erkundet, bis auf das Labor, ne? Im Labor waren wir noch nicht. Dann werden wir das nur nachholen. Und danach gehen wir zur Duellakademie. Wir können ja noch in den Laden gehen. Duellfeld, Haupttor. Da, wo Kanzler Shepard ist. Das Büro. Ist hier jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Da ist jemand, aber der wird bestimmt kein Duell machen. Arzt, der macht keine Duelle. Der macht King Kalizien. Und die beiden wollen sich auch nicht duellieren, daher war dieser Gang sinnfrei. Naja. Okay, wir haben alles gesehen. Somit geht es zum Haupttor. Mal gucken, wer dort so rumlungert. Ich frage mich wirklich, wo Alexis ist. Hier wieder zwei Professoren. Und dahinter. Ja, die beiden. Hier sind noch zwei Personen. Dann ein Duell gegen die beiden hier vorne. Es ist Zeit für ein Duell. Hi. Ich bin Hose. Ich bin als Professor neu hier und muss mich erst noch zurechtfinden. Du bist ein neuer Student, oder? Ein Duell, klar. Wie viele Medaillen? Wär's mit einer? Eine oder keine? Für keine andere Medaille gehe ich lieber in den Bau. Nein, erstmal nicht. Was bekomme ich bei euch? Ein Duell, klar. Medaillen vielleicht. Nun ja. Wie wär's mit vier? Ja, da sage ich nicht nein. Dann hätten wir 60 Medaillen. Dann wollen wir mal. Aber lass dich nicht von mir wegpusten. Mhm, okay. Dann kommt der gute alte Stein und der verliert. Die wollen nicht beginnen. Wir sind die Beginner. Ihr seid Zeuge, Phönixtraum und wütender Sturm. Gegen die absolute Wassermacht. Wie viele Siege konnten wir eigentlich schon sammeln? Ich würde gleich mal nachgucken. Wir hatten ja immer so eine Siegesquote von 90. Vielleicht ist das ja höher geworden in der letzten Zeit. Okay. Mögen die Spiele beginnen? Oxygeddon wird eingenommen. Mist. Okay, und da folgt bestimmt ein direkter Möbius! Möbius, der Frostmonarch! Ei, die Karte unten wird zerstört. Und ein direkter Angriff. Au. Mein Magen knurrt. Wie Sau. Unsere Hand
Ah, ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir spielen Ehrung der Verdammten. Diese Karte nutzen wir, glaube ich, jetzt zum ersten Mal. Wir werfen den Fisch ab, würde ich sagen. Und zerstören seine Karte, ihre Karte. Da guckst du, wa? Hier kommt siebenfarbiger Fisch. Du Fisch, du hängst am Haken. Angriff. 1800 Punkte. Oder auch nicht. Ruf der Gejagten. Nein. Jetzt kommt Möbius zurück. Oh nein. Bitte nicht. Du bist dran. Na klar, wir können gleich Wabuko einsetzen. Da er halb so wild und dann muss Bäschchen irgendwas machen. Irgendwas Gutes. Jetzt auch noch eine Feldzauberkarte, die Wassermonster Windmonster verstärkt. Und da kommt bestimmt ein Windbeutel. Oh ja. Das werde ich verhindern. Auf jeden Fall. Somit geht dieser Angriff nicht durch und Bäschchen hat die Chance, irgendwas daraus zu machen. Wird aber nicht können. Was ist das? Solange eine Monsterkarte mit dieser Karte ausgerüstet ist, kann die Monsterkarte nicht im Kampf zerstört werden. Das ist gut. Das ist gut, auf jeden Fall. Warum machst du das? Angriff auf sein Monster und das heißt eine Münze. Ach ja, schade. Nein. Oh nein. Nein. Was ist das Problem? Alter, die machen uns fertig. Wir haben fast verloren. Alter, wir können nichts mehr machen. Das können wir noch machen, aber das bringt jetzt auch nichts mehr. Das ist gemein. Aber Bashing, Alter, Finn, Alter. Kannst du doch nicht tun. Hätte ich mal den Fisch auf der Hand behalten. Hätte ich mal Möbius abgeworfen, Mensch. Ich Idiot. Diesmal greife ich Sangan an. Bringt jetzt auch nicht mal viel, denn dieses Duell haben wir eiskalt verloren. Eiskalt. Ach, so ein Mist, ey. Das Duell haben wir verloren. Somit geht es gleich direkt weiter. Die Revanche. Die Medaillen-Rückerke. Ach so. Ich dachte gerade, so, ich habe so einen Funken Hoffnung gespürt, ne? So einen Funken. So einen Funken. Ah, nee. Nee. Schade. Ah, Mann. Verdammte Axt. So einen Funken Hoffnung habe ich gespürt, aber alles weg. Klar, klar wie Kloßbrühe, das war's. Tschüssikowski. Verloren. So was Blödes aber auch. Jetzt haben wir die ganzen Medaillen wieder verloren. Aber das ist so ärgerlich. So ärgerlich. Bla bla bla. Bla bla bla. Minus 4 Medaillen. Oh Mann. Ich wollte hier mal was nachgucken. Status. 98 Siege, 10 Niederlagen. 98, 98. Habe ich 78 gesagt? Weiß ich gar nicht.
Mögen die Spiele beginnen, bla 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 bla, ja. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Alter! Alter, alter, alter. Krass. Dann greift er. Er hat so eine super Karte. Und dann greift er einfach so an. Und dann haben wir zweimal Pech. Alter. Alter, alter, alter. Crank. Mal gucken, was wir jetzt reißen. Bitte irgendetwas. Das war ja gerade nicht mehr normal. Bäschchens Hand. Naja, ist in Ordnung. Bin mal gespannt, was er macht. Die Karte wird wieder einmal ausgespielt. Und er greift an. Es ist Marshmallow. Nein. Oh nein. Wir verlieren 1000 Lebenspunkte und diese Karte kann man nicht im Kampf zerstören. Oh nö. Oh nö. Nimm doch diese Karte ein. Oh Mann. Oh. Das ist cool. Dankeschön. Das ist lieb. Denn diese Karte kann man nicht im Kampf zerstören. Nee. Oh, nee. Oh, ich hab keinen... Da, ah, das ist ja hier. Verdammte Axt. Verflixt und zugenäht. Alter. Die Karte kann man erstmal nicht mehr zerstören. Außer ich spiele eine Karte, oder? Dann... Sollte das doch nicht wirken. Gut, dass ich handeln kann. Bitteschön. Seine Karte, ihre Karte ist weg. Wir spielen Abgrundsoldat. Und ja, aktivieren das Ganze. Überraschung, Überraschung. Wir werden nicht Oxygeddon auf die Hand zurückgeben. Die Karte weg. Einerseits könnten wir diese Karte wählen. Aber auch diese Karte. Ich möchte diese Karte erstmal loswerden. Daher kommt sie weg. So, somit Angriff. Auf das Monster. Minus 200. Alter, wir haben noch 3000 Lebenspunkte. Wie krank ist... Ach ja, kann nicht zerstört werden. Das Problemchen. Dafür setze ich dir, Bäschchen, diese Karte dorthin. Weise sein. Weise, weise, weise. Soll ich die auch noch schrumpfen hinsetzen, ja? Bitte, 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 bitte. Mach das richtig. Nicht sofort einsetzen, bitte. Nicht sofort. Aber das sind echt... Das ist echt mühsam. Jinzo! Jinzo! Schrumpfen, ja. Definitiv. Alter, dann haut sie da Jinzo raus. Das war's aber schon mit Jinzo. Tschüssikowski. Das war's mit denen. Und er bietet unsere Karte als Tribut an. Jetzt kommt bestimmt Ruf der Gejagten. Nee, noch nicht. Minus 2600, das ist gut. Sehr gut. Und mehr macht er nicht. Eine Karte im Verteidigungsmodus. Ich denke, da habe ich die passende Antwort. Warte, 2600. Der hätte dann 2000. Könnten wir auf 4600 kommen. Dann machen wir das doch. Ruf der Gejagten. Dann holen wir uns die Karte hier. Und zwar in den Angriffsmodus. Aktivieren den Effekt. Werfen diese Karte hier ab. Und geben diese Karte auf die Hand zurück. Somit greifen wir dann direkt an.
Dann haben wir gleich das Duell gewonnen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut. Somit haben wir unsere Medaillen wieder. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Gut. Das haben wir geschafft. Perfekt. Eine sehr, sehr lange Folge, ich weiß, aber eine Revanche muss halt sein, ne? Verloren. Deine Winde haben mich umgeblasen. Danke, das war ein gutes Duell. Hier, nimm das. Plus 4 Medaillen. Wir können das gerne wiederholen. Aber die beiden gehen weg. Und somit wird das nicht möglich sein. Gegen die beiden werden wir uns nicht duellieren, denn eine Medaille ist ein bisschen mau. Gut, das sollte erstmal für diese Folge reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Erstmal ciao.